Okay, ja, jetzt wird's langsam mit der Nahrung. Dass sie weniger wird. Die Büsche da sind scheiße platziert worden. Gut, Weizen wird geliefert. Er wird geerntet. Noch dreimal Mehl musst du mahlen. Ich hoffe, das kriegst du hin. So, du arbeitest auch nur da. Wie sieht's bei dir hier unten aus? Immer noch recht gut. Okay, du hast den Jäger gelernt. Wir haben ein bisschen Nahrung durch den Jäger wieder rein. Und wir haben den Lebenssammler erfunden. Gut, die Töpferei wartet, bis wir die Mühle, den Bäcker haben. Und ja, eigentlich bräuchte ich jemanden, den ich zum Träger machen könnte. Ich habe aber leider gerade niemanden. Olaf wird nämlich nachher Holzfäller. Das heißt, ich mache voraussichtlich erst einmal einen meiner Bauarbeiter dann zum Träger. Oder einen meiner Farmer. Jetzt würde ich es aber wirklich begrüßen, wenn du deine dein letztes Mehl mahlen würdest, dass wir endlich die Bäckerei bauen könnten. Nahrung geht schon mal gefährlich niedrig. Und ja, das ist halt, wenn man Cultures spielt und nicht Siedler. Man muss auch ein bisschen sinnmäßig die Bedürfnisse. Seiner Leute managen. Ach, ja.
Ja, freut euch nicht so viel, sondern arbeitet. Ja, jetzt bringt mir noch das eine Weizen, was wir brauchen. Bitte. Ja, das passiert halt wirklich, wenn man zu schnell zu früh die Geschwindigkeit hochdreht. Ich glaube, das war mein Hauptfehler, weil dann gehen die Berechnungen auch anders, wenn die Geschwindigkeit höher ist. So, Haftgrip, du wirst vorläufig zum Träger ernannt. Und er legt natürlich das Weizen wieder draußen ab. Und er hat natürlich Hunger und braucht Nahrung. Ob da ein Dreifamilienhaus passen würde? Keine Ahnung. Eher nicht. Also hier ein Zweifamilienhaus und hier ein Zweifamilienhaus. Und wenn die gebaut sind. Ach, warum nicht gleich noch eine Töpferei, oder? Eigentlich noch ein Zweifamilienhaus eigentlich da oben hinsetzen? Nö. Da müsste ich jetzt hier hinsetzen. Oder hier hin. Für unsere Bauarbeiter dann. Wisst ihr was? Das setze ich auch gleich mal hin. Ach, und ich weiß, wer hier dem Zweifamilienhaus für ihn noch mit einquartieren kann. Unseren Händler später. Hier, die erste Nahrung wird produziert in der Bäckerei. Gott sei Dank. Das heißt, ab dieser Stelle können wir dann theoretisch die Geschwindigkeit höher stellen.
Und ja, ich muss jetzt Olaf zum Holzfäller machen, weil uns geht das Holz aus. Ja, die gehen ein Stück weit weg, um Holz zu suchen. Wo ist Sven jetzt? Sven ist da. Bauarbeiter. Ja, wie? Und ja, das Dreifamilienhaus für die drei werden wir wahrscheinlich hier hinstellen müssen, aber das ist ja nicht so schlimm. Oh, er hat das Mehl das Weizen genommen, was da rumgelegen ist. Sehr gut. Oh, du bist hungrig, dann such dir was zu essen. Noch haben wir ja Nahrung. Sobald du Bäckermeister bist, ist eh alles viel besser. Ah, was für eine schwere Geburt mal wieder. Wir mussten... Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir eine Mission neu starten mussten, wegen dem Nahrungsmangel. Weil ich erstens den Fehler gemacht habe, auf Speed zu stellen. Noch bevor wir den Bäcker und den den Bäcker hatten. Und dass ich ein bisschen getrödelt habe mit der Bäckereikette. Ich habe nämlich wieder gewartet, bis Weizenernte bereit war. So, du. Achso, hier arbeitet wahrscheinlich beide gerade an dem Haus. Na gut, unser Jäger hat auf jeden Fall noch genug Nahrung, wenn wir Nahrung brauchen. Du brauchst auch zum Glück fast keine Nahrung durchs Rumstehen. Ja, zum Glück können sich die Bauarbeiter dem Holz bedienen, was der Holzfäller umgehackt hat. So, aber ich würde sagen, nach diesem schweren Start und da wir es jetzt eingependelt haben, speichere ich und mache jetzt einen Cut. Also, bis gleich.